Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars Let's Play Factions. Und jetzt kommt die asozialste Mission. Eine der asozialsten. Na gut, die asozialste haben wir ja schon gemacht. Das war der Fisuna Platz. Aber ja, die ist auch nicht ohne. Und er guckt auch schon so aus der Wäsche wie ich. Also, ja. Aber ich mach's jetzt trotzdem. Das wird hart. Die dauert auch noch, und wenn man einmal failt, muss man die ganze Scheiße von vorne machen. Und wo ich Noob war, hatte ich überhaupt keine Ahnung von dem Spiel, ist ja auch normal. Und ja, ich muss die Mission 8-mal machen. ja, wo ich neu war, aber nur jetzt müsste das eigentlich klappen. Ich weiß zwar nicht, wie die Monks jetzt so spielen, kommt immer auf Helden an. Also ich mache eigentlich jetzt hier nichts falsch. Ich habe viel AOE-Spells, sowieso hier geil in der Missy. Ja, okay, und das Wichtigste ist, dass man die Tempelwächter jemand zuerst wegmacht. Wir wollen Vizu finden. Ja, wir haben ja letztes Part gesehen, Vizu ist vor Shiro, vor dem Geist von Shiro weggerannt. Weil Shiro Rache wollte von Vizu, weil Vizu ihn damals geownt hat und ja. Jetzt, ja, hier ist das. Da sind die anderen, die ihn auch geownt. Ich weiß nicht, haben die anderen die auch geownt? Weiß ich nicht, müsste ich mal jetzt. An euch stellen diese Frage. Oh, erstmal die Ritualisten vorwissen, was mache ich für eine Scheiße. Bitte den erst. Und wenn die der auch versucht hat zu killen, müssen wir die aber auch erst alle befreien. Das, na gut, das müssen wir sowieso. Mal eine Geschichte wurde nur mit Vizu thematisiert, dass er sich am Vizu rächen wollte. Aber die anderen befreien wir auch noch. Und Vizu ist natürlich der Letzte und wir müssen alle anderen auch schön befreien. Ja, ist klar. Natürlich wieder extra so konzipiert. Man schön viel Spaß hier hat. Oh Mann. Und er geht nicht darum, weil er Ätherschmaus hat, der asoziale Kerl hier. Steinpodest. Okay. Wenn ihr das lesen wollt, ich nicht. ja. Da ist Kita, so sieht's aus. Ist eine Frau. Eine Messmerin. Und die macht uns das nächste Tor auf. Darum können wir auch gar nicht einfach so weiterrennen. Nicht durchrushen. Wir müssen schon alle befreien, sonst lassen die uns hier nicht weiter rein. Voll die Gefängnisatmosphäre. Ah, ihr habt mich befreit, ich stehe eure Schuld. Ja, kein Problem. Sonst könnten wir ja auch nicht hier weiter. Es war ja Erpressung. Wir mussten dir ja helfen. Asoziale Messmerin, du. Yeah. Das wird noch richtig. Die ersten gehen noch, aber gleich kommt schon asozialer Boss hier danach. Denn das ist der Elo und der hat Sternexplosion. Ein ganz starken Feuerskill, obwohl ich nicht Siegel der Beute mitteile. Ich hätte echt Siegel der Beute mitnehmen müssen. Aber egal. Ich hätte eh bei versengende Flammen geblieben. Aber trotzdem ist so nice. Sehr zu empfehlen, vor allen Dingen, wenn ihr wenn ihr neidvoll oder. Wo gibt's versengende Flammen noch? Ich glaube, es gibt nur ein Nightfall. Oder ein Eye of the North? Keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Aber hauptsächlich weiß ich, dass es nur ein Nightfall gibt und nicht in Factions. Und ja, wenn dann nur Factions habt, Leute, dann ist Sternexplosion echt ein genialer Skill. Ich mag ihn sehr. Ist aber auch allerdings wieder Nahfertigkeit, aber naja. Und ich merke gerade, gegen diese stärkeren Gegner, die werden ja auch mal stärker. Haben wir tatsächlich jetzt mal Mana-Probleme, Leute? Oder klauen die Messer mir Mana? Nee, das glaube ich nicht. Mit so all Konstrukte besiegen, um die Seelen zu befreien, die darin gefangen sind. Hier, da seht ihr's. Kantanischen Helden zu fesseln war sehr klug von Shio, doch ich fürchte, dass dies nur ein Vorgeschmack drauf ist, was uns noch bevorsteht. Ja. Okay, sie haben alle Shio geowned zusammen. Ist natürlich ein bisschen fies, so viel gegen einen. Shio hat ja anstatt den Konstrukt versucht, Vizu zu fesseln. Muss uns beeilen, wir haben noch wenig Zeit. What the fuck? Guckt mal, was passiert ist. Der scheiß Geist kann nicht mehr weiter. Weil die Geister ihn blocken. Scheiße! Und jetzt läuft die Zeit davon. Oh, WTF! Beweg dich, du dummer Honk! Nein! Nein! Jetzt müsste es doch gehen, oder? Endlich! Boah, war das eine Zeitverschwendung!
Nein! Oh Mann, das gibt's so nicht. Was bist du für ein Honk, Naku? Ja, ja, viel zu heul weiter rum. Mit deiner komischen Stimme im Film haben wir sie ja gehört, falls ihr letzte Part geguckt habt. Sie muss aufgehalten werden, ich bete für den euren Erfolg bei dieser Mission. Oh, der betet, man betet für Gott und für uns und für wen auch alles, wen auch immer, für deine Verwandten. Naja, wo ist... Achso, jetzt sind die Monks. Okay, kein Ritualist. Ja, und hier ist der asoziale Ele. What the fuck? Ist ein Bug? Normal... Ah, okay, jetzt kommt er, weil sie ihn gepult haben. Aber normal kommt er eigentlich schon gleich immer mit. Splitterrüstwarte, fies für die Nahkämpfer. Ja, ob sie... Ja, vielleicht ist es nicht so der Knaller. Brennende Eile ist... Naja. Da ist es. Sternexplosion. So ein kranker Skill. Man ist echt down. Am Anfang, wo ich, wie gesagt, da war ich ja noch Noob und da hat er mich immer geowt. Immer der. Weil es kommen noch ganz fiesere, noch viel fiesere Gegner, aber nicht Bosse. Es hat dann damit mit der Konstellation bzw. Aufstellung der Gegner was zu tun. Da, hier sieht man es ganz wie Tempelwächter, die machen AOE-Zauber und die können einen schnell owen. Und da ist noch Monk, ja, ja, hier ist auch richtig fies. Aber, und dann kommt noch was mit dem Ritual und die Aufstellung. Die Pest scheint sich verbreitet zu als wir ursprünglich angekommen, viel weiter noch. Wichtige Arbeit zu verrichten. Shio muss auf jeden Preis aufgehalten werden. Bürger Kantas verlasse sich auf euch. Schön für die Bürger Kantas, da gehe ich lieber zu Meckes. Oh Mann, der war schlecht. Fuck that shit. Ocken ist down. Jetzt ist der Ritu noch down. Oh man, das gibt's doch nicht. Leute, was soll der Scheiß? Tempelwächter OP. Bam! Jetzt aber geowned. Die Tempelwächter sind geowned. Okay. Ich sollte den Monk jetzt ausschalten irgendwie. Ah, ja, Zauberschild. Okay. Wir können ihn nicht mehr fokussieren, der Monk ist jetzt unbesiegbar und tja, fail. Obwohl, wenn wir die AOE-Zauber auf Nashtee machen, dann wird er trotzdem getroffen. Ha! Epic-Strategie. Der Ogden ist down, keiner kann retzen, ist... Ah, doch. Weil er Moralschub gekriegt hat und hier Gefährte Playful Hound kann auch mal gerätzt werden. Goran, mach ich mal manuell wieder. Goran? Ah, okay. Ja, das war diese Asozialstelle. Seht ihr, der Monk wäre jetzt noch Zen gestorben, dann wäre es schon der Fail gewesen. Also es ist auch, wenn ich, ich bin ja, na, ich bin ein bisschen raus, aber bin trotzdem noch erfahren, es ist noch eigentlich das meiste ist noch immer da. Von meinen Guildfors Wissen und ja. Trotzdem wurden wir fast geowned und das im normalen Modus. Na gut, ich habe nicht mal drei Nekromanten dabei für Lich Way, den ich selbst entworfen habe. Wenn wir jetzt zu Eye of the North kommen, dann werde ich euch sowieso in Lich Way zeigen, denn da holen wir uns Livia. Mit Lich Way ist alles easy. Hm, ich könnte mir auch mal so bis Livia hinspielen. Hm. Mal gucken. Ich diene Kanta nicht diesem Hunamang, er hat seinen Kaiser verraten. Was? Vizu wird schon voll kontrolliert, Mann. Ah, das war auch eine Asozialstelle, aber hier gab's einen Trick. Und wir da- So, eben. Jetzt haben wir nur die Hälfte der Gruppe. Und gleich können wir noch einen Trick anwenden. Das ist nicht chillig, wenn man weiß, wie es geht. Sehr chillig. Man muss schon wissen, ja, bei den ganzen Fails habe ich mir das irgendwie rausgefuchst nach einer Zeit. Muss ich ja immer vorantasten. Das ist oft so in Rollenspielen, aber auch in Jump'n'Runs. Rantasten, ja, nicht zu weit jetzt vorausgehen, weil Menlo... So, jetzt locken wir die, wir pullen sie. Wieder eine Dreiergruppe, weil wenn wir ganz nah zu denen hingehen würden, dann würden die auch irgendwann von hinten kommen, aus dem Hinterhalt. Und wir gucken, wir sind schlaue Leute und gucken auf den Kompass. Und sehen die dann und pullen sie. Ha!
Boah, die da hinten, die kommen nicht. Die kann ich gleich trotzdem noch ausschalten, weil die sonst in einen anderen Raum uns noch besuchen kommen. Wenn wir das hier geschafft haben. Aber es ist trotzdem hier nicht so chillig. Der Andy ist ein... Ach nee, doch, das war chillig. Das ist nicht der Rito-Boss. Boss. Hä? Sorry. Hab gedacht, hier ist schon der Rito-Boss. Nee, nee. Weil Rito-Boss ist nicht eine ganz fiese Aufstellung gewesen. Jo, ist klar, Mann. Lieber jetzt mal verteilen. Scheiß Flammenpfeile. Lava-Pfeile, sorry. Nicht Flammenpfeile. Bin schon wieder bei Dynasty Warriors. Oh, zwei Monks. Die Monks fokussen die Honks. Monks. Erster Schlag, ihr müsst es töten. Mann, du musst deinen inneren Schweinhund überwinden, Mensch. Dann kannst du da auch den Fluch brechen. Oh, dann müssen wir dich erst killen, um den Fluch zu brechen. Da, bam, down. Ja, der konnte viel aushalten, auch durch seine Abwehr. Ah, es kontrolliert mein Glied, also ich kann dich nicht aufhören. Ja, du mich auch. Jaizanju. Ja, hier noch die Gruppe ausschalten, sonst... Wie gesagt, dann würden wir hier reingehen und dann kämen sie aus dem Hinterhalt. Oh, ich bin beschämt, weil die Geistfetzler nicht loswerden konnten. Ohne euch wäre ich jetzt dazu gezwungen gewesen, mehr Unheil anzurichten. Ich werde jetzt wie zu in der Hoffnung, dass sie durchhält, bis ihr sie findet, etwas von meiner Stärke verleihen oder so nicht. Sagt wie zu. Was ihr im Begriff zu tun sei, ist wichtigste Arbeit. Und ein Misserfolg ist undenkbar. Mögen die Götter euch Kraft und Mut geben für diese Aufgabe. Ah, das erste Bogenschütze, okay. Der ist auch nicht ganz so einfach. Also der Bogenschütze an sich schon, aber hier ist die... Ah, lol. Ah, nee, geh nur bis dahin. Ich dachte, die... Lol. Das habe ich jetzt erst rausgefunden. Wenn man wartet, weil ich wollte den Text noch gerne vorlesen. Und nur deswegen habe ich jetzt diesen Trick rausgefunden. Ich komme vor alleine. Also sonst hat man manchmal das Pech und dann hat man alle bei sich zusammen. Haben wir jetzt auch aus dem Bogenschützen. Ach kommt Leute. Wo die anderen alle ankamen, hatten wir schon die meisten gekillt. Also ist doch ganz okay. Die Mission ist Assoziation. Denn gleich kommt der schwerste. Ah ne, der zweite schwer. Der Endraum hat es auch in sich, muss ich schon sagen. Da kann man nicht ganz schnell gegen 30 Gegner kämpfen, wenn man das falsch macht. Und dann ist Fail. Vor allen Dingen Hard Mode. Ja, das Ganze in Hard Mode ist die Hölle auf Erden. Das ist jetzt Normal Mode. Okay, Normal Mode ist zu schaffen. Wenn man kein Noob ist. Nix, also Noob war jetzt in dem Sinne wirklich als Anfänger gedacht. Und ja, dafür ist es natürlich dann hart. Und in Hard Mode ist krass. Richtig krass. Was ist das jetzt für einer? Ist auch dieser... Mann, ich will doch nur die Goldmütze aufheben, Mann. Ich klicke immer daneben. Sieht ja geil aus. So ein Samurai. Und der Setsuju und der Waldläufer. Oh, danke, dass ihr mich gerettet habt, Freunde. Ich glaube, dass viel zu eure Hilfe braucht. Ich werde etwas von meiner Stelle verleihen. Ihr müsst eure aber beeilen. Das ist der Zojun, der Zojun. Der Zojun. Und hier muss man skillen. Das ist nicht ganz so einfach. Dann guckt es euch an, wie asozial dieser Raum angeordnet wurde. Das ist der Rito-Baum. Wenn wir jetzt gut skillen, dann locken wir diese drei zu uns hin. Ohne dass Togo da stehen bleibt und ohne dass hier Goren die andere auf sich zieht. Wieder zurück, Leute. Ah, die fucking Minions haben alles versaut. Ach, Leute, ist das gay. Okay, dann die Ritualisten zuerst killen. Logischerweise. Genau wie den, genau wie diesen Ritualisten-Boss. Oh, die Tempelwächter müssen eigentlich auch down gehen. Shit. Fuck der Shit. Die machen Schaden. Aber die Ritualisten heilen sie. Ich weiß nicht, was sie machen sollen. Die Qual der Wahl. What the fuck? Die Qual der Wahl. Okay. Jetzt noch den Monk. Den Schmonk hier.
Befallener Monk, ja, okay, der Monk ist da. Da hinten sind viele Messer. Ne, das ist eine Ede. Ah, ja, Sinkarabe, Akavizu, ja, Benure Falku. Ja, natürlich auch Google, Shiroken, Sprache. Ne, Google Translator findet das nicht. Braucht Deutsch, Shirokensprache. Und Shirokensprache Deutsch tun. Hat ja einer. Wenn ja, einsetzt bei eBay rein, ich kaufe euch ab. Ahim Rabian. Yatsinya Yun Shaya Dumvi. Oh Mann, die haben doch alle was geraucht, oder Leute? Sonst war schwieriges Schiff wie zu binden, wenn wir die Informationen, die wir brauchen, vielleicht niemals bekommen. Das ist aber scheiße. Ikno Pingno Tape. Oh Mann, die haben doch echt alle was in der Mitte geraucht. No na ha. Hui be mao, ja, ja, Jun She, ja, oh, oh mein Gott, ich lass die Scheiße jetzt. Seid ihr auf Wieso? Ihr könnt mich sehen, helft mir und ich werde euch die Informationen geben oder so ein Scheiße. Naja. Rückt ihr raus! Wir brauchen ein Alibi zuerst, um diesen Mordfall zu lösen. Oh, falscher Film. Nicht Detektiv Cone-like hier sein, oh Mann. Wer kommt denn da vor hinten? Jo, der fühlt sich cool, mal ganz allein hier. Oh, ich bin Waldläufer und jetzt renne ich weg schnell. Jetzt wird er echt zum Läufer. Lol, was ist da, was hat der denn? Er ist ein Hinterhalt machen und dann will er wieder weglaufen. Fail Hinterhalt. Der ist schon ein bisschen episch, aber fail trotzdem, weil er alleine ist und meint cool zu sein und gegen Zehntausende anzutreten. Mir ist egal. Ist ja nicht mein Leben. Die Tempelwächter auch, die können wir. Oh nö. Wie sieht's eigentlich mit unserem Balthasar-Hund aus? Ah, ist immer noch Level 12, schade. Ja. Ab Level 10 dauert's länger. Ab Level 15 wird's krass. Ah, ich überlege, ob ich die Tempelwächter noch own. Ja. Sonst grabe ich die nachher am Rücken und dann kotze ich. Der ist nicht immer fail. Guckt so an, wie viele in Mitte sind. Die müssen wir gleich mit alle auf einmal ownen. Und wenn dann nur einer ein Tempelwächter uns den Rücken fällen würde. Wie ist das zu schaffen? Gar nicht. Ja, im Normalmod eventuell noch. Aber im Hardmod ist immer fail dann. Ist ja auch klar. Da sollte die jetzt auch noch kommen. Dann machen wir es jetzt taktisch. Scheiß auf den Bonus. Ich habe den Bonus mit meinem Mainstar, mit meinem Ritu. Und ja. Scheiß auf. Ist mir egal, wenn es nicht glaubt, gucke ich alle mal ohne Menschen. Da sind die Teal, alle Max. All the Max, alle Max, alle Max. Maxes. Ach Mensch, Leute. Was geht da ab? Geist versus Waldläufer. Lol, und der Geist zieht's nur ab. Fast. Ja gut, 2 gegen 1, war nur so ein schwuler Geist. Down. Haruanbogen brauchen wir nicht. Wir haben Rekurve und ja. Eins, was wir brauchen können zum Pullen, werden Longbow. Ein Langbogen. So, und jetzt versuche ich mal die Scheiße da. Wenn man zu, wenn man pullt und die Helden wegstellt, ist auch scheiße. Dann bleibt Togo stehen und Togo wird gefußt. Togo down, fail. Weil Togo und Mendo dürfen nicht sterben. Aber wenn ich so einfach reinlaufe, wäre die Monks gefußt, Monks down, kein Heal, auch fail. Das ist richtig schwer hier. Wenn ich reingehe, ja, komm. Ja, es geht einfach nicht. Mach das jetzt einfach so. Oh ja, tatsächlich gut gelockt. Aber ich sollte weiter vorne gehen, auch wenn ich gefußt werde. Hauptsache nicht der Monk. Hauptsache nicht Togo. Hauptsache nicht Menlo. Und ich sollte den Ritualisten fokussen. Und einen schönen AOE reinhauen. Yo, der Assassine erstmal auf Togo. Ne, auf unser Monk. What the fuck? WTF, WTF. Ja, Ocken down. Fail. Fail. Wie zum Sterben, du Drecks. Du willst doch von uns gerettet werden, wenn du uns so kommst. Wow, soziales Arschloch. Und dann, diese Kultur, die kontrolliert meine Kräfte, tötet mich. Ja, ja. Lass mal ausreden, du bist bestimmt auch auf Shios Seite schon. Ist gar nicht nett zu uns. Ja, Ocken schon wieder down. Ocken, sollst du auch mal skillen, ne? Fail nicht. Skillen, habe ich gesagt. Oh, wir haben es echt noch geschafft. Da seht ihr, wie hart das ist. Ocken going down. Okay, aber geschafft. Und zwar mit Bonus. Ich glaube, wir hatten nur 3 Sekunden für den Bonuszeit. Aber egal, wir haben ihn.
Also für eine Meisterbelohnung. Habe ich viel zu Asse. Ich wusste, Shiro würde zurückkehren. Wünschte mir insgeheim jedoch, dieser Tag würde nie kommen. Ich erkenne euch. Der Kaiser hat mir von seinem Halbbruder erzählt. Dem Mann namens Meister Togo. Sagt mir, was ihr wünscht. Steht es in meiner Macht? Sollt ihr es haben? Ich wünsche mir 1 Million Euro. Vor 200 Jahren, am Tag des Jadewindes, besiegtet ihr Shiro. Wir wollen von euch lernen, eben dies zu tun. Besiegtet, ja, nice Form, lol. War es, die damals das Kampfglück wendete. Aber nicht ich führte den letzten Schlag. Wollt ihr Shiro vernichten, so müsst ihr den Lachsen-Champion Archimorus und den Cursic-Helden Victor finden. Die Männer, die ihn vor all den Jahren niederstreckten. Wo finden wir sie? Die Lachsen ehren ihren Champion, indem sie den mächtigen Speer mit seinem Geist zwischen den Clans weiterreichen. Die Cursic bewachen die Urne ihres Helden mit großem Eifer. Ich will den Speer, ich bin doch kein Paragon. Und diese Artefakte. Denn habt ihr beide, können die Geister darin euch zeigen, wie Shiro zu besiegen ist. Artefakte der Macht. Dank, Wieso. Es war mir eine Ehre, mit euch zu sprechen. Ich wünschte, wir könnten länger bleiben. Macht euch keine Sorgen, Togo. Wir haben noch genug Zeit zum Reden, wenn Shiro erst besiegt ist. Verlasst euch darauf. Willst du die neue Bridge spielen und eine Talkshow aufmachen oder was? Wenn du reden willst, ja, kannst du gerne machen. Hab ich nichts dagegen, aber ich werde es mir nicht angucken. Ha! Und da kommt wieder diese komischen Filme, die so schwer zu verstehen sind. Und weiß es halt noch nicht, ist das interessant und ja, was sie zu bedeuten haben. Keine Ahnung. Oh, ihr seid zurück. Gut, gut. Setzt euch. Ich sage euch die Zukunft voran. Geller. Der Kaiser behält euch im Auge. Mich? Warum sollte der Kaiser das tun? Gute Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Weil der Kaiser ein Spanner ist. Er hält euch für zuverlässig und tapfer. Aber was soll das? Was will er von mir? Ihr willst du gar nicht wissen. Werdet für eure Dienste belohnt. Ja, ihr werdet für etwas sehr, sehr Wichtiges ausgewählt. Wann? Bald. Sehr bald. Ja, keine Ahnung, was diese Filme immer zu bedeuten haben. Ihr habt mir gut gedient. Ich keine Ahnung. Danke, lol. Kaiser. Jetzt verstehe ich überhaupt Ein nichts Mann mehr. Mit euren kämpferischen Fähigkeiten sollte im kantanischen Kaiserreich wichtiger sein. Meint ihr nicht? Wie meinen? Warum solltet ihr Händler vor Räubern beschützen, wenn eure Talente doch viel besser eingesetzt werden können? Ich verstehe nicht ganz. Erhebt euch, Shiro Takachi, und tretet als mein Leibwächter neben mich. Boah, so ein Leibwächter, ich hab keine Ahnung, was das soll. Ich check überhaupt nichts, aber so ist ja auch geil gemacht, muss man ja sagen. Extra so gemacht. Jo, Leute. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann müssen wir ein Treffen mit dem Kaiser machen. Also, boah, treffen wir auch mal den Kaiser. Und dann geht's weiter. Ciao, bis dann. Gute Nacht oder guten Tag noch, keine Ahnung. Und ja, ciao. Es wird noch spannend hier.